dann lasse ich mich mal ganz bequem hinreiten. Dann machen wir die platt und schon ist wieder ein verbündeter Meer, Alter. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Assassin's Creed Valhalla auf dem PC. In der 47. Folge. Wir haben hier letztes Mal diese Burg hier gestürmt. Wir müssen jetzt hier zurück zu Finn. Oh, ist das schön. Ah, oh, ist das. Das ist jetzt gerade sehr angenehm. Wir reisen wieder zurück. Ab nach da. Hallo? East Angler sind wir, ja. Immer noch dabei, das Kapitel durchzuspielen. Wollen ja schön weiterkommen. Ethelstans Grabinschrift. Hier liegt Ethelstans Vormar, Sohn und rechtmäßiger König East Englas. Hier liegt es ist ein Krieger Gottes und Geißel der Heiden. Hier liegt ja eine weitere Leiche, die von Nordmännern und den Würmern verfüttert würde. Hier liegt der Mann, der dumm genug war, East Englas Krone zu tragen. Ah ja, perfekt. Perfekt. Genau, der König ist ja mit diesem Kämpfer da in die Bucht gestürzt. Keine Ahnung, was jetzt mit dem ist. Ich hoffe, er lebt noch. Eigentlich ein ganz netter Typ. Oh, wo ist denn jetzt hier der Finno? Oswald ist tot. Wir betrauern den Verlust unseres zukünftigen Königs. Der Hoffnung für East Angler. Digga. Wir werden seinen tapferen Kampf in Dunwick nie vergessen. Wir erinnern uns, wie er sein Schwert gegen Rüds erhob. Ja, Digga. Immer. Vor allem werden wir uns seiner Hingabe zu Gott und seiner Berufung erinnern. Ja, ja. Noch ein verlorener König. Du solltest nicht ständig in Met baden. Wie soll ich Jarlhalf dann gegenübertreten? Ich enttäusche ihn schon wieder. Tragen wir den Kampf zu denen, die von Rüds Clan übrig sind, bevor sie uns angreifen. Leichter gesagt als getan. Seine Männer haben sich in Castelburg verschanzt, einer Festung umgeben von Wasser. Im Wasser? Dann muss es einen Hafen geben. Allerdings, geschützt durch ein Tor aus schwerem Eisen, flankiert von spitzen Holzpfählen. Sehr schwer aufzustemmen. Holz brennt. Das tut es, aber wie kommen wir dahin? Wir tränken den Bug deines Schiffes mit Öl und lassen es brennend gegen das Tor segeln. Sie würden uns kommen sehen, lange bevor wir die Mauern erreichen. Dann stellen wir eine Fürt auf, eine Armee aus den Bauern East Englas. Wir schicken sie als Ablenkung gegen das Haupttor. Sachsen, die für einen Haufen Dänen ihr Leben riskieren? Unwahrscheinlich. Es kann funktionieren, Finn. Wenn sie in Oswalds Namen kämpfen, wird ihnen das mehr als genug Mut verleihen. Ihr da! Habt ihr von Tan Oswalds Schicksal gehört? Ja, er nahm Rüd, diesen dänischen Teufel, mit sich in den Schlund der Hölle. Rüd mag in der Hölle schmoren, doch sein Clan plagt East Englar weiter. Schließt ihr euch uns an, um seine Hunde aus eurem Königreich zu treiben? Für Oswald? Ei, ohne Zögern. Zwei eifrige Sachsen machen noch keine Fürth. Aber vielleicht hast du recht. Wir haben eine Chance. Ich reite nach Elmenham und sammle dort Oswalds restliche Männer. Wer würde sich uns noch anschließen? Der Greve von Theodford. Winston. Ein verbitterter alter Mann, doch er würde bis zum letzten Blutstropfen für sein Land kämpfen. Schlagen wir einen Vorposten bei den Ruinen nördlich von Castelburg auf. Reite mit mir, Finn. Wir suchen diesen Greve auf. Hoffentlich ist Theodford von Rüds Gräueltaten verschont geblieben. Hoffnung ist rar gesät in diesem Königreich. Dennoch, ich halte mich lieber an etwas fest, als alle Hoffnung aufzugeben. Hey.
Wenn wir Rüds Clan weiter erlauben, sich in diesem Königreich auszutoben, werden die Menschen genauso verheert wie das Land. Und was tun wir? Wir reiten in die Fens hinaus, um ein paar verängstigte Bauern um Hilfe anzuflehen. Um für einen König zu kämpfen, den du ihm gabst, Finn. Vergiss das nicht. Meine Aufgabe war es, einen König zu finden und nicht ihn vor allen Gefahren zu beschützen, die da lauern mögen. Oswald war noch nicht gekrönt oder verheiratet. Ich würde sagen, dein Werk ist noch nicht vollendet. Ja, ja, du musst es mir nicht unter die Nase reiben. Theodfort, da vor uns. Holz, Rauch und Asche. Rüds Männer waren hier. Vorsicht, Rüds Clan könnte noch in der Nähe sein. Tigger, da liegen die und die sitzen da einfach. Boah. Oh. Mein Freund, wir bauen wieder auf. Das verspreche ich dir. Verdammt, ich habe keine Kraft. Gib mir mich. Ich muss deine Schulter wegkugeln. Nachricht eines Gräfen. Osric versteckte das Essen und den Silberteller in der Kirche. Unholde werden es nicht wagen, ein Gotteshaus zu brandschanzen. Doch man kann nie sicher sein, also friegle auch die Tür. Wir kommen zurück und holen uns, was uns gehört. Winston, Gräfe von Theodold. Herr Theofort, irgendwie so. Ihr habt wirklich Eier, hierher zu kommen. Eure Leute haben das angerichtet. Rüds Clan ist dein Gegner, nicht ich. Ich komme im Namen des verstorbenen Oswald von Elmenham. Doch du bist von Kopf bis Fuß dänisch. Deine Einmischung führte zu Oswalds Tod, was die Lage unseres Königreichs noch verschlimmert hat. Oswald war ein Freund und Verbündeter, Gräfe. Er kämpft an meiner Seite und ich an seiner. Und sieh, wohin es ihn brachte. East Engler wird fallen, wenn Rüds Clan nicht besiegt wird. Kämpf mit mir, um sie zu vertreiben. Für Oswald und deine Familie. Schöne Worte, Dänin. Aber die Männer Theodforts haben eigene Schlachten zu schlagen. Falls du eine Axt brauchst, ich stehe bereit. Im Osten ist ein Dorf, Kuningsrast. Es wurde vor 2 Wochen von Rüds Männern eingenommen. Ich werde nicht ruhen, bis das Dorf wieder uns gehört. Lass meine Männer und mich das erledigen. Spar deine Kräfte und schließ dich uns in der kommenden Schlacht an. Ein kühner Vorschlag. Wenn du hältst, was du versprichst, werden die Spieße Theodforts dir folgen. Ich überbringe die Nachricht an unseren Vorposten. Triff mich dort, sobald du kannst. Verlass dich auf mich. Die Kirche in Kuningsrast trägt ein großes Horn auf ihrem Turm. Wenn das Dorf befreit ist, stoße ins Horn und ich weiß, dass du Wort gehalten hast. Okay. Dann lasse ich mich mal ganz bequem hinreiten. Dann machen wir die platt und schon ist wieder ein verbündeter Meer, Alter. Oh, aber wo ist denn das? Der will jetzt wahrscheinlich aber wieder so einen ewigen Umweg nehmen, oder? Probieren wir es mal. Ja, der wird natürlich jetzt hier... Boah, nee, was? Da muss ich die Route jetzt mal verlassen, das reicht. Ja, weil er hier nicht übers Wasser rüber kann, ne? Weil eigentlich hier muss er doch rüberkommen, oder? Dann nicht. War ja klar, dass es direkt so tief ist, Alter. Wenigstens zur nächsten Straße laufen können oder so. Aber dann halt nicht. Ah. Tja.
Hier sollte ich vorsichtig sein. Sühnen, leite mich. Das ist ein Schlüssel. Königsrast. Heimgesucht von Rüds Männern. Hey, warte! Jetzt bezahlt! Gezogen. Komm! Feuer ist böse. Denn noch die Leute? Schlüssel ist hier drinne. Lauter Schätze, aber ich brauche Hilfe. Gleich ein Raubzug draus. Kommen wir noch ein paar Sachen. Oh, gleich zwei. Wollen wir wetten, wer gewinnt? Bleib zusammen, klar? Ja klar, ich konnte nicht mehr ausweichen. Ja.
So, jetzt wird hier ja plündert, würde ich mal sagen. Klagelied für den königlichen Märtyrer. Hier liegt König Edmund, Vater von East Anglia, ein guter und gottesfürchtiger Mann. Möge er in Frieden ruhen, umgeben von den Kindern Gottes bis zum Tag des jüngsten Gerichts, wenn der Staub zur Erde zurückkehrt und die Seele in den Himmel fährt. Gott möge seiner Seele gnädig sein. Das war's, oder? Ah. Okay, hier ist schon mal der Schlüssel. Nickelbarren. Echt viel mehr war hier gar nicht. Das war nur. Ja, aber das Haus ist größer. Wen willst du hier verarschen? Arsch doch nicht hier. Eine Belastung, du. Eine Belastung. Aber das ist die Frage, wo die ganzen anderen noch sind oder was ich hier noch machen soll. Auslöschungsgebiet. Ich kann das tatsächlich noch nicht bedienen. Das heißt, hier müssen noch Leute sein. Sieh mal nach. Kann nichts sehen. Umland versteckt. Auch noch was. Ach, hier ist ganz viele Sachen. Steht zusammen, lasst keine Räume. Hier ist ja noch mal Musik. Danke. Stoßen, um die Siegesnachricht zu verbreiten. Ja, jetzt geht's. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Und sich zu freuen, ne? Ah. Die Treffer kamen von oben.
Der Gegner war größer als du. Tiefe Schnittwunden von vorne. Sieht nach einem Angriff von Nordleuten aus. So. Stoß mal rein. Gut. Ewe steht an meiner Seite. Hoffen wir, dass er sein Versprechen hält. Mit diesem Anblick hier beenden wir jetzt die Folge. Die nächste Folge geht dann hier weiter und dann gucken wir mal, was die Mission noch so auf dem Kasten hat. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.